Guten Montagmorgen. Gestern sind die Olympischen Spiele in Tokio zu Ende gegangen. Und ich habe in einem Artikel darüber einen Satz von dem japanischen Weisheitslehrer und Begründer von Judo, Kano Yugoro, gelesen. Lass dich nicht hochmütig machen vom Sieg. Lass dich nicht brechen von der Niederlage. Werde nicht leichtfertig, wenn alles ruhig ist. Und werde nicht panisch, wenn Gefahr droht. Die antiken Griechen nannten das die Seelenruhe, die Ataraxia, die Unerschütterlichkeit der Seele in den Wechselfällen des Lebens, sich weder von Glück noch von Unglück völlig wegschwemmen zu lassen. Das meint nicht Gefühllosigkeit, also nicht einfach so ein stumpfes Nichtsfühlen, sondern ich kann mich schon freuen über das, was gelingt, und traurig sein, wenn mich etwas Schlimmes trifft, aber eben nicht sich völlig davon einnehmen zu lassen und zerbrechen zu lassen oder völlig wegtragen zu lassen. Ich finde immer, jede Weisheit gilt nicht immer und überall und für jeden Fall, aber sie hat ihre Zeit, und zurzeit passt es ganz gut für mich, so eine Seelenruhe zu finden, denn innerlich ist es ein bisschen so, wie es äußerlich vom Wetter her ist. Mal scheint die Sonne und man holt die Kissen raus und will sich in die Sonne setzen, und dann kommt schon der nächste Schauer und man muss die Kissen wieder reinbringen. Aber dann kommt nach den Wechselfällen gestern zumindest ein wunderbarer Doppelregenbogen. Und vielleicht ist Seelenruhe so. Herrliche Farben, die sich in Ruhe über den ganzen Himmel spannen. Das wünsche ich mir und euch für diese Woche, besonders den Geburtstagskindern, liebe Bettina in Marschall bei München, liebe Katrin in Frankfurt, und euch, liebe Heidrun und Thomas, zum 20. Hochzeitstag alles Liebe. Seid behütet, kommt gut in diese Arbeitswoche, und hier kommt die Sonne für euch.